zusammen. Euch sticht bestimmt dieser Look ins Auge, weil, ist ja nicht krass. Ich habe leider kein YouTube-Video dazu gedreht, aber ein kurzes Insta-Tutorial. Ich wollte einfach unbedingt mit den neuen Melt Cosmetics Amor Eterno Paletten spielen. Ich kann das eher nicht rollen, entschuldigt bitte. Fun Fact, ich spreche Spanisch, ich verstehe Spanisch, aber ich kann das eher nicht rollen. Also auch in meiner Muttersprache nicht, im Kroatischen, ich kann es nicht. Ist ein Sprachfehler. Auf jeden Fall habe ich die Vida und die Muerte Palette benutzt und wie krass geil sieht das aus. Auf meinen Lippen trage ich den Melt Cosmetics Lip Liner in der Farbe Foxy und dann habe ich den Nude Lippenstift drauf, ebenfalls von Melt Cosmetics. Gut, wir sind ja heute wegen etwas anderem da und zwar werde ich euch meine liebsten Produkte des Jahres 2019 vorstellen und ja, also was ich sicherlich sagen kann, die meisten Produkte, die ich auch im Jahr 2018 benutzt habe, sind immer noch hoch im Kurs. Einige Sachen wiederholen sich jetzt in diesem Video, andere Sachen sind neu dazugekommen, aber einfach, dass ihr so Bescheid wisst, das vom letzten Jahr zählt ebenfalls. Es ist lustig, ich habe in 2019 relativ viele Sachen gekauft auch selber und sehr, 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 sehr viel getestet. Aber ich gehe immer wieder zurück, back to the roots, zu meinen OG-Produkten, die ich schon seit mehreren Jahren liebe. Und ja, also das sind nicht Produkte, die unbedingt im Jahr 2019 lanciert wurden. Teilweise schon, teilweise nicht. Aber sicherlich Produkte, die ich so, so, so oft benutzt habe. Gut, wie starten wir am besten? Ich glaube, wir starten mit der Base. Also mein Standout Primer aus dem Jahr 2019 ist der Fenty Beauty Pro Filter Hydrating Primer. Der ist auch schon fast leer. Ich mag auch den normalen, den Soft Matte Primer sehr, sehr gerne. Aber der hier, oh, der ist so gut. Der spendet Feuchtigkeit, perfekt für trockene Haut, kann aber auch so für dehydrierte, ölige Haut gut sein, weil es einfach so ein bisschen Feuchtigkeit spendet. Es ist nicht so rutschig, flutschig, nass, sondern es spendet einfach ein bisschen Feuchtigkeit, hinterlässt ein seidiges Gefühl auf der Haut, macht, dass die Foundation länger hält und ist einfach so gut. Das nächste Produkt, es wird niemanden überraschen, weil ich habe hiervon mehrere Flaschen aufgebraucht in den letzten paar Jahren. Und zwar ist das der Smashbox Photo Finish Primerizer. Muss ich noch etwas dazu sagen? Das ist der leichteste Primer, den es gibt. Feuchtigkeit spendend, die Foundation hält länger. Ist einfach mega gut. Ist mega gut. Ich mag diesen hier jetzt noch einen Ticken mehr. Aber auch der hier, man kann echt nicht sagen, also wirklich ein Bombenprodukt. Gut, dann Foundations. Ich habe schon ein Favorite Foundations Video gepostet kürzlich. Und das sind alle Foundations, die ich da genannt habe, eigentlich meine Favoriten. Ich zeige euch jetzt einfach gleich noch kurz die Top, Top, Top Foundations. Und zwar sicherlich meine Fenty Beauty Pro Filter Hydrating Longwear Foundation. Die habe ich, seitdem sie rausgekommen ist, nonstop verwendet, also die ist definitiv mein Favorite und ziemlich Kopf an Kopf ist die Shiseido Synchro Skin Self Refreshing Foundation, auch die ist mega gut. Ich habe ein Video gemacht, also da ein Full Day Wear Test von dieser Foundation. Diese Foundation habe ich schon mehrere Male gezeigt, deshalb gehe ich jetzt nicht allzu sehr in die Foundations ein. In die Foundations, auf die Foundations ein. Ein weiterer Favorite ist meine Anastasia Beverly Hills Foundation. Feuchtigkeit spenden natürlich, perfekt für Everyday. Natürlich auch meine Soft Matte Foundation von Fenty. Die ist immer noch vermutlich mit diesen beiden meine Favorite Foundation. Total gut. Auf die ist immer Verlass. Long wearing, wenn ich irgendwo hin muss und ich weiß, ich schwitze oder keine Ahnung was, die Foundation hält, auf die ist Verlass.
Dann eine Foundation, die im Jahr 2019 ebenfalls dazugekommen ist und auch letztes Jahr lanciert wurde, ist die Dose of Colors Meteor Hue Foundation. Auch diese Foundation, Porzellanhaut, perfekt, smoothing, so ein Satin Matte Finish, perfekt. Also, wie gesagt, ihr könnt bei meinem letzten Video, also bei einem meiner letzten Videos mal nachschauen. Und da habe ich auch noch weitere Foundations gezeigt. Dann die besten Concealer im Jahr 2019 waren drei verschiedene. Bei den Base-Produkten zeige ich euch im Speziellen einige Sachen, einfach weil ich bin ein Addict, was die Haut anbelangt. Und ich möchte immer etwas noch Besseres und noch Besseres und noch Besseres und schönere Haut und mehr Long-Wearing und ja, perfektioniert. Deshalb am meisten Base-Produkte. Nachher habe ich mich wirklich versucht, so gut es geht, auf wenige Produkte zu reduzieren. Gut. Ich mich versucht zu reduzieren. Ich habe die Produkte versucht zu reduzieren. Leute, es tut mir leid. Schweizerdeutsch ist einfach anders als Hochdeutsch. Wenn man so im Flow ist, dann kommt halt die schweizerdeutsche Sprache hervor. Also mein allerliebster Concealer ist der Jeffree Star Magic Concealer oder so irgendwas. Ich habe schon einen davon verbraucht und das geschieht bei mir echt selten. Das passiert bei mir nur mit den Fenty Foundations und mit dem Fenty Primer. Ansonsten verbrauche ich echt selten etwas, einfach weil ich so viel Make-up teste. Und ja, das hier habe ich verbraucht, also eins davon. Und was soll ich sagen, es ist mega gut. Es deckt, es ist dünn, also es fühlt sich überhaupt gar nicht cakey auf der Haut an. Es hat ein schönes Finish, das die Augenpartie nicht austrocknet. Es ist mega gut. Der beste Concealer ever. Und dann ebenfalls ein Concealer, der mega war. Ich weiß nicht, ob er auch letztes Jahr in einem Favoritenvideo vorgekommen ist. Ist gut möglich. Wäre auf jeden Fall der Huda Beauty Overachiever Concealer. Das ist der dickste, deckendste Concealer, den ich je getestet habe. Aber der hat, der macht so eine schöne Augenpartie. Alles wird gesmoothet, keine Creases. Einfach mega, mega, mega gut. Also wirklich ein tolles Produkt. Mit der Foundation bin ich ja nicht ganz so warm geworden. Es gibt Tage, da sieht sie bei mir super aus, an anderen Tagen sieht sie total cakey aus und dieser Concealer ist einfach the way to go. Also falls ihr auch das hier mit ein bisschen Primer oder Feuchtigkeitspflege mischt, dann bekommt ihr auch eine mega geile Foundation daraus und ist einfach ein tolles Produkt. Ein weiterer Concealer, den ich ebenfalls total oft benutzt habe, also total oft, sonst wäre er ja nicht in meinen Jahresfavoriten, der ist auch schon bald leer, ist mein Fenty Beauty Pro Filter Instant Retouch Concealer. Ich habe ein Video gemacht. Auch hier scrollt ein bisschen durch meine Videos durch. Die meisten Sachen habe ich eigentlich gezeigt. Und dieser Concealer hier ist deckend. Schönes Finish. Ist nicht ganz so matt, also spendet Feuchtigkeit. Ist ein bisschen anders als die anderen beiden Concealer. Aber auch ein Favorite. Das ist ein Concealer, den ich gerne jeden Tag benutze und liebe ihn. So, dann kommen wir zu dem Pudern. Und zwar habe ich hier den das Anastasia Beverly Hills Loose Setting Powder und das ist mein Favorite. Als ich dieses Puder für mich entdeckt habe, habe ich alle anderen Puder vergessen, wenn ich ganz ehrlich bin. Es ist so verdammt gut. Es hat ziemlich gute Inhaltsstoffe für das, dass es Anastasia Beverly Hills ist, also auch die Foundation hier, ganz ehrlich. Und ich bin ein Fan. Ich kann nichts anderes sagen. Es glättet die Haut, es lässt die Poren verschwinden, es settet das Make-up wundervoll. Auch jemand, der ölige Haut hat, wird das vielleicht gut finden, weil es macht wirklich so ein schönes Velvet Matte Finish. Es trocknet meine trockene Haut nicht aus und it's the best. Und auch ein Puder, das ich über alles liebe. Und irgendwie wird das einfach nicht weniger hier. Ich benutze das so oft und ich habe noch so viel von diesem Puder.
Und das ist das Huda Beauty Easy Bake Loose Baking and Setting Powder. Ich habe das in Pound Cake, einfach weil hier ein bisschen die Töne confusing sind für einige Leute. Perfekt, smoothing, pornverfeinernd, nicht austrocknend, auch wenn ihr wirklich baked. Also ich bake nicht wirklich, weil ich habe trockene Haut und das funktioniert bei mir einfach nicht, dann sehe ich irgendwie cakey aus. Aber für die, die baken, mega gut. Es ist, wie soll ich sagen, dünn, also ich komme sogar mit Baken davon, sieht gut aus und ja. Dann Bronzer, ganz ehrlich, der einzige Bronzer, den ich seit dem Launch überhaupt benutzt habe, so privat, ist der Fenty Beauty Sunstalker Instant Warmth Bronzer in der Farbe In the Sun. Ich komme hier bald beim Pan an. Dieses Produkt ist so gut, so ein guter Bronzer. Vor allem die Farbe ist für helle Haut perfekt. Wirklich so gut. Er ist irgendwie so neutral, nicht warm, aber auch nicht kühl. Hat wirklich einen schönen Unterton und ist perfekt. Ich trage den Bronzer jetzt heute. Natürlich noch mit einem Blush, aber ist das beste Produkt ever, vor allem für meine Haut. Einfach vom Farbton her. Er ist nicht allzu pigmentiert. Ich hasse das bei Bronzern, wenn es so ein Stripe hinterlässt. Und das kann man wirklich schön aufbauen und ist einfach ein sehr, sehr schönes Produkt. Dann auch so ziemlich das einzige Blush, das ich im Jahr 2019 benutzt habe, ist Honey Thief von Melt Cosmetics. Das ist so ein Peachy, ja, Honig sagt es eigentlich richtig. Ja, so Honig-Peach-Ton, ein mega natürlicher Ton, der einfach zu jedem Look passt. Es sieht so gut aus, jederzeit, egal was ihr schminkt. Und also passt zu Nudes, passt zu roten Lippenstiften, passt sogar zu pinken Lippenstiften, weil es ein bisschen so einen rosigen Unterton auch noch hat. Und lässt sich so schön verblenden. Dieses Produkt ist ein Puder, aber es lässt sich verblenden wie ein Creme-Produkt. Es ist so, so, so gut. Ich habe vorhin noch ein Produkt vergessen, als wir beim Bronzer waren, und zwar Huda Beauty. Sehr gerade kam jetzt in einigen Kategorien vor. Und zwar ist das der Tantor Contour and Bronzer Cream in der Farbe Fair. Das ist so ein Creme-Produkt. Das kommt hier mit so einer Kappe und hier ist das Produkt. Das ist so krass pigmentiert, Leute. Also ich empfehle euch wirklich, ein klitzekleines bisschen zu benutzen. Ich verwende es sehr gerne mit einem Pinsel. Es geht auch mit einem Schwamm, aber ich kann es besser mit einem Pinsel verblenden. Das ist so schön auf der Haut. Es ist eigentlich so Instagram-Make-up für Real Life und es ist Hammer. Hammer. Dann ein Highlighter, beziehungsweise beide Highlighter, die ich hier habe, waren so Late Discoveries im 2019. Natürlich liebe ich alle Highlighter, die ich auch die vorherigen Jahre gezeigt habe. Vor allem meine Fenty Highlighter, die liebe ich über alles. Aber ich habe zwei verschiedene Highlighter gefunden, die ich seit ich sie habe, ständig benutzt habe und wirklich zu den schönsten Highlightern ever gehören für mich. Und zwar ist das einmal Nabla Skin Glazing in der Farbe Ozone. Das ist so ein ganz, ganz, ganz heller Champagnerton. Dieser Highlighter sieht so verdammt gut aus auf der Haut. Ich trage jetzt gleich noch ein bisschen über meinen jetzigen Highlighter auf. Vielleicht sieht man ja irgendwas davon. So schön, für wenn ihr zum Beispiel auch mal ein bisschen Concealer trägt und sonst nichts auf eurem Gesicht, dann tragt diesen Highlighter auf und ihr seht einfach aus wie, ja, also Skin Glazing sagt eigentlich alles. Es soll wirklich so dieses Glass Skin Finish zaubern und dieser Highlighter ist Bombe, 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 Bombe. Ihr bekommt Nabla Cosmetics bei Cosmetics Obsession. Mit meinem Code NIKI10 bekommt ihr sogar 10% Rabatt. Ich verdiene nichts dran, nicht, dass ihr das jetzt denkt. Das ist so ein guter Highlighter. So gut.
Und ein Produkt, das ich wirklich erst ein paar Wochen besitze und eigentlich ist es richtig, ja, unverschämt, dass es in diesem Video landet. Aber es ist so gut und zwar ist das der Jaclyn Hill oder Jaclyn Cosmetics The Flash Highlighter bzw. die Highlighter Palette. Das ist so schön. Ich benutze meistens die drei Töne hier, die drei Töne hier und den hier manchmal so als Blushtopper und das ist das feinste, glowigste Produkt ever. Es ist so gut. Sie haben bis vor kurzem nicht in die Schweiz geliefert, man bekommt jetzt Jaclyn Cosmetics über Morphe. Morphe liefert ja in die Schweiz, also einfach für euch zur Information, für die, die sich mein Video damals angesehen haben und gesagt haben, ja, es bringt nichts, sie liefern nicht in die Schweiz, ihr bekommt es jetzt. Es ist so gut. Dann allgemein noch Cheek-Produkte sind wieder meine Matchsticks von Fenty Beauty. Ich habe jetzt hier einfach ein paar, ihr wisst ja, ich habe fast alle Farben. Die ich letztes Jahr am allermeisten benutzt habe, sind Yardlife, Drippin', Cinnamon, Riddick und Chili Mango. So gut. Es gibt nur einen Weg, diese Produkte zu benutzen. Und zwar nehmt ihr diesen Foundation Brush von Fenty Beauty. Ihr tragt das Produkt auf euren Handrücken auf. Nehmt es danach mit diesem Pinsel ab und tupft es dann auf die Haut und erst dann funktioniert es. Es funktioniert nicht, wenn ihr es direkt auf die Haut macht. Es macht die Foundation darunter kaputt, aber so mit dem Pinsel so gut. Und dann, was haben wir dann? Brows. Gehen wir mal zu den Brauen. Hier habe ich auch ein Fenty Beauty Produkt und zwar ist das der Brow MVP. Ultra Fine Brow Pencil and Styler. Hier habt ihr einen ganz, ganz dünnen Augenbrauenstift. Seht ihr das? Na, so halt mega dünn. Ich glaube, es fokussiert nicht oder fokussiert es. Keine Ahnung. Wirklich dünn. Und was ich auch gut finde, hier hat es eine Markierung, wo das der Augenbrauenstift ist, weil mir geht nichts mehr als auf den Sack, als wenn ich nicht weiß, auf welcher Seite das der Stift ist. Und auf der anderen Seite ist wie so ein Brush und ist tatsächlich sehr gut. Und das ist mein allerliebstes Brauenprodukt des Jahres 2019. Auch das, seit es rausgekommen ist, habe ich nichts anderes benutzt. Habe sogar auch schon zwei davon verbraucht. Und ebenfalls ein Produkt, das ich liebe und heute trage, ist Kat Von D 24-Hour Super Brow Longwear Pomade und das in der Farbe Walnut. Mega, eine Augenbraue-Pomade. Ich finde die besser als die von Anastasia Beverly Hills. Ich liebe Anastasia Beverly Hills, aber das changed my world. Ich habe dieses Ding vor 2 Jahren, 1,5 in London gekauft, als es damals rauskam und seither love it. Ich glaube, das war sogar in meinen letzten Jahresfavoriten, wenn ich mich nicht täusche. Gut, dann gehen wir rüber zu den Augen. Ein Lid Primer, also eine Eyeshadow Base, ist die von P. Louise. Ich habe sie zu Beginn gehasst. Ich habe es nicht verstanden, wieso dass die so populär ist. Ich hatte keine Ahnung. Es war für mich einfach nur dick und sticky und keine Ahnung, aber ihr braucht so wenig davon. Am besten trage es mit dem Finger auf, wirklich drauf tupfen, einarbeiten, ein bisschen warten und dann mit dem Lidschatten rein. Und Leute, jeder Lidschatten wird so krass gut aussehen darüber und wird den ganzen Tag halten. Es gibt nichts, das dann eure Lidschatten zerstören kann, außer tränende Augen, die ich ja immer habe. Aber sonst mega gut und ich habe es jetzt nicht hier, aber mein Fenty Primer ist immer noch one of the best. Die allerbeste Lidschattenpalette ist Jackie Aina
Wer möchte auch singen? Jackie Aina ist erstens, ich liebe ihre Videos. Jackie ist Queen hoch 1000. Ich liebe Jackie. Und die Palette, die allerbeste Anastasia Beverly Hills Palette ever. Das ist die hier. Die ist so gut. Die Farben, ich meine, ja, jetzt müsst ihr mal schauen. Ihr habt hier lila Töne, ihr habt hier so Goldtöne, ihr habt hier so Rosé-Goldtöne, ihr habt hier rötliche Töne, ihr habt so Braunshades für die Crease, Grün habt ihr sogar drin, Taupe. Eine so breite Farbpalette, die Farben sind so gut aufeinander abgestimmt, also so gut, so gut. Die beste Palette, die allerbeste Palette. Ich liebe diese Palette. Pigment. Perfekt. Dann, was ich 2019 ebenfalls total oft benutzt habe, ich habe zu meinen Melt Cosmetics Lidschatten wieder gegriffen, habe wieder eine Melt Cosmetics Liebe entwickelt, also entwickelt, die hatte ich schon immer, aber ihr wisst ja, die OG Days, ich hatte alles von Melt Cosmetics, also wirklich alles, ich übertreibe nicht, alles. Und ich habe dieses Jahr so mich wieder verliebt in diese Lidschatten. Ich habe die Stacks einfach in so eine Palette reingemacht von Melt Cosmetics. Ich weiß nicht, wie das Stack heißt. Oh, wie heißt das Stack? Der Stack, der 5 Shades hat. Rust, nicht Rotten. Der Rust Stack. Mein Favorite, Gunmetal Stack, ebenfalls einer meiner Favoriten. Das habe ich total oft benutzt, einfach weil das so gute Töne sind für den Alltag und auch gute Töne einfach für jeden Lidschatten-Look. Melt Cosmetics hat sowieso nebst Anastasia Beverly Hills die allerbesten Lidschatten. Da könnt ihr euch wirklich auf jede Palette verlassen, auf jeden einzelnen Lidschatten. Die sind so, so pigmentiert, so gut zu verblenden. Ich meine, ihr seht meinen Look heute, oder? It's crazy. Und weitere Lidschatten und vor allem im Spezifischen diese Palette von Pat McGrath, die Mothership 5, wenn ich mich nicht täusche. Die Palette hier, oh my God. Ich glaube, ihr habt mich schon sehr oft 2019 darüber reden gehört, deshalb gehe ich gar nicht mehr groß darauf ein, aber diese Palette, ja, sie kostet $125, it's worth it, ich sag's euch, ihr müsst sie haben, so gut, perfekt, ich sage jedes Mal so gut, logisch ist es gut, wenn es in meinen Jahresfavoriten ist. Dann die beste Mascara, ich habe sie verbraucht und Leute, so witzig, ich habe momentan gar keine Mascara mehr als Backup. Nichts mehr. Ich habe alles verbraucht. Ich habe versucht, mir nicht mehr einfach jeden Scheiß zu kaufen. Ich habe alles verbraucht. Und ich lebe jetzt mit einem Muster. Yes. That's how far I've come. Nein, Spaß. Ich möchte mir nämlich nächste Woche sowieso die, wie heißt sie? Ne? Die Fenty Beauty Mascara holen. Und deshalb habe ich gedacht, ich kaufe mir jetzt nichts Neues. Aber mein Favorite war definitiv Too Faced Damn Girl. Volume, lange Wimpern, alles miteinander, Fall-Slash-Effekt. Diese Mascara, das Bürstchen ist riesig, aber die Mascara ist einfach so gut. Sie ist ausgetrocknet, leider. Ich habe sie schon lange. Dann, für die Lippen. Lashes habe ich keine ins Video gepackt, einfach weil ich liebe Velour Lashes, ich liebe Huda Beauty Lashes, ich liebe die Tati Lashes und ich wechsle permanent ab, deshalb habe ich keinen spezifischen Favorite. Aber wir gehen zu den Lippen rüber und ich habe, das war das Jahr der Lip Liner für mich, ganz ehrlich. Also wirklich täglich Lip Liner benutzt. Ich lebe für Lip Liner. Erstens, weil ich kann meine Lippen
noch mehr juicy, also noch mehr. Erstens, ich kann meine Lippen total juicy machen. Zweitens, the definition. Ich liebe Lip Liner. Ich liebe auf jeden Fall meine MAC Cosmetics Pro Longwear Lip Pencils. Hier habe ich Morning Coffee. Mir hat ein Vogel gezwitschert, dass dieses Produkt aus dem Sortiment geht. Ich war damals in Kroatien, als ich das gehört habe, und ich habe mir alle vorrätigen Morning Coffees gekauft. Das ist der beste Lip Liner ever. Der beste. Falls ihr das noch irgendwo bekommt, dann schnappt euch den. Fragt danach. Manchmal ist es nicht mehr ausgestellt, weil er eben anscheinend aus dem Sortiment geht oder bereits gegangen ist. Aber manchmal haben sie es noch in den Schubladen. Und it's the best. Dann habe ich auch meinen House Laboratories RIP oder RIP Lip Liner benutzt. Demi Matte Lip Liner in der Farbe Myth. Auch ein total guter Shade, einfach so Mauve, Pink, Braun, für jeden Tag, Rosenholzton, perfekt, sehr creamy, habe ich sehr gerne benutzt. Und dann habe ich auch meinen Il Maquillage in Kollaboration mit Carly Bibel in der Farbe Bibel, total gerne benutzt. Liebe den Lip Liner. Der ist ja auch so ähnlich wie der Morning Coffee Lip Pencil. Und meinen Pat McGrath Perma Gel Ultra Lip Pencil in Supernatural. Ich liebe allgemein alle Pat McGrath Lip Pencils. Sie sind Bombe, sie halten den ganzen Tag. Wenn ihr sogar Gloss darüber aufträgt, vermischt sich das nicht und ihr habt dann so eine Pampe, die dann verschmiert, sondern nein, die bleiben auf euren Lippen. Lippenstift des Jahres 2019 ist Il Maquillage in Zusammenarbeit ebenfalls mit Carly. Und das ist die Farbe Libra. So eine gute Textur, matt, aber so creamy. Ähnlich wie die Huda Beauty Power Bullet Lipsticks, oder wie sie sich nennen, von der Textur her. Der Ton ist so gut. Der ist so gut für jeden Tag und ich habe das nonstop benutzt. Und ebenfalls ein Lippenstift, den ich immer wieder getragen habe, ist der MAC Cosmetics Aladdin Lippenstift in der Farbe Friend Like Me. Und das ist ebenfalls so ein Nude-Ton. Dieser hier hat ein bisschen mehr Rosé drin. Ich liebe es. Ihr bekommt ihn nicht mehr, sorry. Aber die ihn haben, grabt ihn wieder raus. Dieser Lippenstift ist so gut. Und dann der dritte Lippenstift ist von Natasha Denona in der Farbe, also nein, die Range ist I Need a Nude und das hier ist die Beatrice. Ebenfalls ein total guter Nude Shade. Love it, habe ich in London gekauft letztes Jahr, als rauskam. Zu gut. Und auch die M Cosmetics, ich glaube Lip Clouds, kann das sein? Die M Cosmetics Liquid Lipsticks und mein Favorite ist French Nude. Love them. Allgemein die Lip Clouds. Und mein liebster Gloss des Jahres 2019. Wie oft habe ich jetzt schon 2019 gesagt? Ist Fenty Beauty Gloss Bomb in der Farbe Fussy. It's my fave. Nobody can change that. Love it. Über alles. Und ich glaube, wir sind durch. Genau. Leute, das waren meine Jahresfavoriten. Lasst mich das doch wissen unten in den Kommentaren, welches eure Favoriten waren letztes Jahr. Einfach, weil ich teste gerne Neues. Und ich stelle es auch gerne hier vor. Und inspiriert mich. Danke. Thanks. Okay. Leute, ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Ein gutes Jahr 2020 und bis dann. Tschüss.